Aloha und weiter im Text mit Jack 3. Es ist jetzt eine Nacht vergangen und ich habe mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen beruhigt. Ich weiß es noch nicht. Ich habe gerade den Part eben gerendert und habe mir gerade noch so gedacht, boah, war das gemein. Ja. Außerdem bin ich ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, dass ich nicht krank werde. Und direkt bei uns gegenüber. Oh, Leute, fangt jetzt nicht schon wieder an mit dem Scheiß. Oh, Leute. Boah. Nee, das kann ich gar nicht haben, so. Wenn das jetzt schon so anfängt, ne? Wir haben einen richtig schlechten Eindruck voneinander. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ja, und bei uns gegenüber auf dem Bahndamm arbeiten gerade Leute und gucken bei mir ins Fenster rein. Ich mag das nicht, aber hey, was soll ich tun? Ich könnte natürlich hier so auf Dauerfeuer machen, ne? So, Leute, lasst mich bloß in Ruhe. Auf noch mal so eine Aktion habe ich nämlich keine Lust. Wah. Ah. Wah. Shit. Shitty, shit, shit. Ich finde das so blöd, dass man hier mit diesem Auto so abrutscht und dann auch so krass viel sammeln soll, ne? Was bin ich denn? Außerdem muss ich mich für die hier eigentlich gar nicht mehr beweisen, ne? Ich habe ja meinen Weg zu Haven City gefunden und habe da schon so krass viel gemacht. Wenn Jack der Meinung ist, er müsste sich jetzt immer noch beweisen, wäre aber irgendwie... Oh Mann, ey, und... Hallo, könntest du mich mal bitte loslassen, du Saftarsch? Hallo? Danke. Na klar. Unmöglich. Och, dreh dich um. Fängt der schon wieder super an. Ich hasse diese Scheißmission. Entschuldigung, aber... Ich habe gerade wirklich das Gefühl, dass bei der Entwicklung so die Leute dachten, ach komm, sind wir mal nicht so unfair wie bei Jack 2. Lass es uns besser machen beim diesem Mal, bei dieser Entwicklung. Und dann kamen die Leute, die Jack 2 entwickelt haben, aus dem Urlaub zurück und haben gesagt, ey, was macht ihr denn hier? Ja, okay, ihr habt jetzt schon so viel gearbeitet, das lassen wir so, aber jetzt machen wir wieder so einen Scheiß wie im vorherigen Mal. Damit die Leute sich richtig schön ärgern. Und überhaupt keinen Bock mehr haben, noch irgendeines von den Spielen zu kaufen. Ah! Mann! Oh, und wenn diese Steuerung hier nicht so schwammig wäre, ne? Dann... Oh. Und einen diese scheiß Autos nicht ständig umschmeißen würden. Und dann immer weiter geradeaus fahren würden, damit sie einen bloß nicht weiterfahren lassen können. Wäre das gar nicht so schlimm. Gut, das mit dem... Wir fahren ja durch eine Sandwüste. Da kann die Steuerung nicht mega super gerade sein. Aber diese Autos hier, diese ganzen Verfolger, sind total übertrieben. Besonders wenn man damit daran denkt, dass die ja random spawnen können. Ne? Also es ist jetzt nicht so... Wow! Da kommt schon einer wieder von vorne. Wo kommt der denn bitte her? Und das ist das, was mich eigentlich nervt, dass die hier so random einfach auftauchen können. Und einem dann so in die Seite fahren. So hier zum Beispiel. Lässt du mich jetzt los, du?
wollte mich eigentlich gar nicht so über das Spiel ärgern. Ja, ich bin direkt da. Das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte eigentlich so 3-4 Parts aufnehmen, aber so wie das gerade aussieht, habe ich schon wieder nach dem Part keinen Bock mehr. Und eigentlich wollte ich dieses Let's Play oder dieses Spiel jetzt in kurzer Zeit komplett aufnehmen, damit ich eben nicht wieder das Problem habe, dass ich, wenn ich dann doch keine Zeit mehr habe, irgendwie 5 Wochen warten muss, bis ich weitermachen kann. Aber ganz ehrlich, Leute, das Spiel macht es mir gerade echt schwer, Lust dazu zu empfinden, es weiterzuspielen. Und das kann doch nicht sein. Oder mache ich hier irgendetwas so richtig elementar falsch? Aber was kann man denn hier falsch machen? Hier fährt man rum und wird dann von irgendwelchen Blödmännern umhergeschubst. Gut, man kann ja noch irgendwie wenden, aber das bringt mir ja jetzt gerade nichts. Also diese tollen Tricks, die ich irgendwie mal am Anfang gelernt habe. Die man einmal lernt und dann nie wieder anwendet. Vor allem, wenn ich sowieso mal wieder vergesse, wie man noch gleich springt. Ja, ich weiß es so. Ich muss es auch immer wieder von vorne lernen. So. Wow, wie auch immer ich das gerade gemacht habe, es war cool. Nix. Nix. Oh. Oh, könntest du mich bitte einfach loslassen? Danke. Blödmann. Loslassen. Und in Ruhe lassen. Jetzt kommen wieder welche von der Seite und die kann man ja immer so gut abwehren, nämlich gar nicht. Ich will nach Hause. Ich habe es doch beim letzten Mal fast geschafft, wenn ich da nicht gegen diese blöde Wand gefahren wäre. Und das Blöde ist, wenn dann von hinten irgendwelche Gegner kommen, drücken sie dich auch noch schön dagegen. Oh ja, Mann, ich bin so gut in diesen Autofahrdingern. Ich liebe es, wenn die Dinger hinter einem spawnen und man erstmal wenden muss. Agro-Level 9500. Ah! Oh nein, 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 nein! Das habe ich ja jetzt wenigstens mehr oder weniger begriffen, wie das geht. Oder wie das sinnvoll funktioniert. Nein! 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 Dreh dich um. Ja, komm, dich kriegen wir, dich kriegen wir. Dich kriegen wir. Nicht. Nein! Nein! Dieses Spiel tut mir gesundheitlich nicht gut. Ich merke das richtig. Ich glaube wirklich, ich werde nach diesem Part hier keinen weiteren aufnehmen können, weil ich mich gerade so darüber ärgere, dass ich keine Lust mehr verspüre, weiterzuspielen. Vor allem ist es so mega übertrieben, wie viele Scheiße wir hier einsammeln müssen.
Ah, ich habe die Bremse wieder entdeckt, aber die kannte ich vorher schon. Außerdem, Moment mal kurz. Ah! Ich hatte gerade ein Haar unter meinem Headset, das mir so ins Ohr gekrabbelt ist. Und das war gerade echt eklig. Da musste ich mich gerade mal befreien. Ah, so wie zum Thema, ihr könnt mich mal am Ohr kratzen. So. Ja, fahr. Und jetzt muss ich zurück, ne, Eo? Wenn die einem nicht ständig so in die Seite fahren würden und einen verschieben würden. Mann, habt ihr keine anderen Hobbys, ihr Blödmänner? Immer auf Frontalkurs. Immer irgendwie... Hauptsache, kann ich weiterfahren. Dann klaut mir doch einfach meine Items, wenn ihr so sauer... Wenn ihr so geil darauf seid, mich zu behindern oder so. Alter. Oh nein! Oh Mann! Ja. Wow. Das war... Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass ich den noch krieg. Vielleicht hat dieses Spiel ja doch noch ein kleines bisschen Anstand. Obwohl, das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Ich habe einfach Glück gehabt gerade. Bitte. Ich kann gerade nicht viel reden, Leute. Es tut mir leid. Ich bin... Ich habe einfach keine Lust mehr. Und es ist halt jetzt gerade ein bisschen doof. Ja, ich sehe übrigens nichts mehr, ne? Also... Okay. Das war auch so fair, weil man den so gut gesehen hat. Ich will eigentlich gerade gar nichts mehr sagen, weil ich so angepisst bin und eigentlich wahrscheinlich jetzt größtenteils noch Sachen sage, die dem Spiel fast gar nicht mehr gerecht werden. Vor allem mein Scheitern beim letzten Mal war ja nicht die Schuld des Spiels. Okay. Bitte. Uah! Einmal umdrehen. Oh Gott. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, das noch mehr zu machen oder noch öfter zu machen. Bitte. Ja, von mir aus. Ja, such das letzte Artefakt, Jack. Das letzte Artefakt habe ich gefunden und jetzt muss ich nur noch nach Hause kommen. Ey, wenn ich jetzt deinetwegen... Leute, lasst mich los! Mach auf! Gemacht.
Halt die Fresse, Kira! Ich habe gehört, dass du an Eco-Kristallen interessiert bist. Ja, ich weiß, wo es einen gibt. Doch das wird nicht einfach. Wir haben es nämlich mit jeder Menge Metallschäden zu tun. Wir treffen uns am besten in den Metallschäden. Ich zähle auf dich. Wir treffen uns nirgendwo. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause und laufe hier dann nachher in diesen Dings hier rum. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal mit Jack 3 wieder. Ovary.